Sie zu sehen. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. So. Was gestern in Washington passiert ist, das ist ebenso empörend wie bestürzend. Aber das in dieser Nacht. Noch Joe Biden als neuer und nächster amerikanischer Präsident bestätigt worden ist, das zeigt die Widerstandskraft der amerikanischen Demokratie. Und vor Joe Biden liegt jetzt eine gewaltige Aufgabe. Er muss das Land zusammenführen, er muss befrieden, er muss die tiefen Gräben überwinden und er muss die großen Zukunftsthemen angehen, also die Überwindung der Pandemie. Wie gehen wir um mit der globalen Wirtschaftskrise als Folge dieser Pandemie? Wie schützen wir unseren Planeten vor dem Klimawandel? Wie gehen wir mit der Digitalisierung um? Und vor allen Dingen, wie stärken wir die Demokratie? Und das sind alles Themen, da steht Europa bereit, ganz eng mit dem neuen amerikanischen Präsidenten zusammenzuarbeiten. Nach diesen 4 sehr dürren Jahren, die wir erlebt haben, freuen wir uns jetzt auf 4 fruchtbare Jahre des Dialogs, der Zusammenarbeit und der guten Kooperation.